Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und wie ihr seht, was ich mir rausgesucht habe, ist Maniac Mansion. Und zwar die Deluxe-Version. Die kann man einfach kostenlos runterladen, legal. Und dazu noch eine schöne Engine, die das Ganze in etwas moderner mit größerer Auflösung abspielt. Genau, es, ja, wie soll ich sagen? Es ist ein Klassiker. Ich habe noch nicht wirklich viel drüber gelesen. Will ich ehrlich gesagt auch gar nicht tun, um mich nicht zu spoilern. Es ist das erste Spiel von LucasArts. Und genau, Hauptcharakter ist hier der Dave. Der Boyfriend, der Freund von Sandy. Und genau, Sandy ist verschwunden und wir müssen sie wieder retten. Und dazu können wir, wie ihr hier oben seht, noch zwei andere Freunde auswählen, die Sandy, nee, die Dave helfen. Zum Beispiel Sid, ein Musiker, der möchte seine eigene Band gründen. Michael, ein Fotograf für das für die Universitätszeitung. Wendy möchte eine Schriftstellerin werden und wartet auf ihren großen Durchbruch. Der Bernhard ist Präsident des Physikclubs und hat den der Universität, bei der Universität den Geek Award gewonnen. Den finde ich doch immer spontan sympathisch und nehme ich. Dann haben wir noch Rayor, eine Sängerin bei einer Punkband. Rayor and the Scumheads. Und dann haben wir noch Jeff, der ist normalerweise am Strand und hört auf den Namen Surfer Dude. okay. Möchte ich eine Sängerin oder möchte ich eine Schriftstellerin oder einen Fotografen oder einen Musiker oder einen Surfer? Ha. Ach komm, nehmen wir Sängerin für eine Punkband, oder? Was ist ziemlich das Ungeekigste, was man kriegen kann, so als Kontrast zu ihm? Das Ungeekigste wäre eigentlich eher hier, ne? Der Surfer. Ja, dann nehme ich den. Gut, dann würde ich mal sagen, los geht's! Oh, das sieht hier aus wie die alte Villa. Ich bin mir sicher, dass Dr. Fred Sandy hierher gebracht hat. Und wir müssen sie jetzt wieder hier rausholen. Das könnte wirklich gefährlich sein. Also, wenn irgendwer jetzt noch einen Rückzieher machen will. Nee, okay, ich bin dann mal raus. Typisch Nerd. Bernhard! Sei nicht so ein Thunfischkopf. Tuna Head. Wir reden über Sandy, die müssen wir retten. Na, okay. Na dann. Und der Beach-Surfer dachte, wir gehen zum Strand. Ja. Ja gut, dann lass uns mal Sandy retten gehen. Und ihr habt vielleicht schon gesehen im Intro, dass das Ganze hier ein Spiel von Ron Gilbert ist. Und es ist, soweit ich das weiß, der erste. Das erste Spiel von Ron Gilbert. Warnung! Trespassers will be horribly mutilated. Also wer hier durchgeht zur Villa, der wird fürchterlich verstümmelt werden. Also, wie kommen wir da rein?
Wir könnten einen Schlüssel suchen. Unter der Türmatte. Was? Was? Also, wie kommen wir da rein? Wir könnten einen Schlüssel suchen. Unter der Türmatte, ja, okay, die sagen mir das Gleiche. Ist das fies? Da verraten die mir einfach die Lösung. Ist das dasselbe Schild? 8319 Cemetery Lane. Cemetery ist doch ein Friedhof, oder? Friedhofsstraße. Hier ist ein schönes Hilfeschild. Kann ich mir das anschauen? Kann ich mir nicht anschauen. Ich möchte bitte die Tür öffnen. Da möchte ich sie mir anschauen. Faszinierend. Ja gut. Da ist nix. Oh. Also hier ist die Türmatte. Das ist ja... Ich hätte mich ja gerne hier so ein bisschen umge... Was? Busch? Ein Stück oder ein... eine kleine Fläche mit Büschen. Kann ich die irgendwie nehmen? Nein. Kann ich daran ziehen? Nein. Quatsch, drücken. Kann ich sie... Nein, ich kann ich auch nicht. Okay, kann ich mit ihnen sprechen vielleicht? Nein, das funktioniert auch nicht. Könnte ich sie schließen? Close bushes. Nein, funktioniert nicht. Öffnen, ist irgendwas dahinter? Nein. Aber hier drüben ist doch was hinten dran, oder? Pull bushes. Aha! Aber er kann es leider nicht bewegen. Es ist zugerostet. Und es ist zugeschweißt. Dieses Gitter. Schade, schade, schade. Drücken? Nee, okay. Das funktioniert nicht. Schade, aber interessant. Nee, genau, das habe ich versucht. Also gut, dann haben wir hier noch den Briefkasten. Es ist mit Flagge, wie ihr seht. Das ist ziemlich... Der Briefkasten ist ziemlich alt. Ist da irgendwas drin? Pickup. Mailbox. Nope. Pickup. Ja, Mail will ich abpicken. Kann ich die Flagge irgendwie... Ah, sehr schön. Ja, dann lassen wir das doch mal so stehen. Das gefällt mir. Vielleicht regnet es ja irgendwann. So, dann hätte ich gerne die Türmatte. Ja, und der Schlüssel liegt hier. Er sieht aus wie ein ganz normaler Hausschlüssel. Ja, dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir den. Und öffnen die Tür, die verschlossen ist. Also benutzen wir... den Schlüssel mit der Tür. Ich habe die linke Tür benutzt. Mann, Mann, Mann. Gut, und bevor ich da jetzt reingehe, würde ich sagen, ich nehme alle mit. Vor allem den Nerd. Aber natürlich auch den Surfer. Warum macht er eigentlich so Laufgeräusche? Der ist doch barfuß. Und vor allem sind wir auf Gras hier draußen. Das macht doch keine Geräusche. So, mit wem gehe ich rein? Wem kann ich am... Ach komm, ich habe ihn gerade hier. Dann gehe ich mit ihm rein. Warum auch nicht? Oh, die Musik ist ja super. Oh, die Uhr zeigt immerhin die richtige Zeit an. Das ist schon mal eine gute Sache. Kann ich sie vielleicht öffnen? Nein. Er möchte sie nicht öffnen. Eine Tür, eine Vase. Die Pflanze sieht ungesund aus. Und was ist mit dieser? Die sieht auch ungesund aus. Eine weitere Tür und noch eine Tür und eine... Kann ich da hochgehen? Ja, da kann ich auch hochgehen. Oh, okay. Oh, eine offene Tür. Das ist dann wohl Dr. Fred, der Sandy entführt hat. Bittchen. Und wer ist Edna? Keine Ahnung, hier ist jedenfalls offen. Okay. Eine Lampe an der Tür. Kann ich wohl nichts mitmachen, oder? Bittchen. Alter, kannst du irgendwas anderes sagen? Ich möchte sie nicht öffnen. Kann ich mit ihr sprechen? Nein. Kann man mit dem Dinger sprechen? Nee. Kann ich sie drücken? Take that. Nimm das. Das sind ja so die klassischen Hebel, die irgendwas öffnen oder betätigen. Kann ich mit dir hier sprechen? Oder mit dem Doktor? Nein. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier die Tür auf und gehen einfach mal rein. Also, meine Liebe,
ich hoffe, du hast Spaß. Innerhalb von ein paar Minuten wird das alles vorbei sein. Du wirst mit meiner Maschine verbunden sein. Und dann wird dein Hirn ausgesaugt. Hey, das klingt doch super. Das wirst du niemals schaffen. Du wirst niemals damit davon kommen. Dave und seine Freunde werden mich retten. Du und dein Meteor, ihr könnt Schleim essen. That's what she said. Das denkt sie jedenfalls. Der Dr. Baum ist ja so blau. Sieht ungesund aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, höre ich diese Hilfeschreie außen vielleicht an diesem Gitter? Nee, ne? Kann es nicht öffnen. Nee, schade. Ja gut. Dann schauen wir uns doch hier drin mal ein bisschen. Was ist das denn? Purple Slime. Er wird ihn nicht anfassen, diesen Schleim. Bitchen. Ach komm, sagst du noch irgendwas anderes als Bitchen? Meine Güte. Weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Charakter, so, der hoffentlich ein bisschen mehr aussagt. Also gut, nehmen wir doch Dave. Ist Dave der Richtige? Ja, Dave ist der Richtige. Bernard ist der... Bernard war der Nerd. So, hier, Dave. Was sagst du? Achso, faszinierend. Ja, okay, der sagt auch nur so Dinge. Ein unvollständiges Gemälde. Faszinierend. Eine große Dose mit mit Lösungsmittel, nehme ich an. Und ein Pinsel, ein sehr alter Pinsel. Und hier haben wir eine Schüssel mit Wachsfrüchten. Oh, das klingt doch für mich, als könnte man die beiden hier kombinieren, um daraus Farbe zu machen. Zum Beispiel mit Use Wax Fruit with Paint Remover. Was? Warum geht das nicht? Funktioniert nicht. Okay, kann ich denn mit dem Pinsel... Nein, kann ich mit dem Pinsel... Okay. Hä? Warum geht das nicht? Benutze Paintbrush mit Paint Remover. Okay, funktioniert nicht. Kann ich mit dem Paint Remover... Nö. Kann ich mit dem Paintbrush irgendwas... Hä? Hä, kann ich die vielleicht da reinwerfen? Schade. Kann ich sie mit Schleim überziehen? Nein. Kann ich mit einem Lösungsmittel den Schleim ablösen? Nein. Kann ich mit einem Pinsel den Schleim aufnehmen? Nein. Vielleicht mit der Kiste oder den Finger da rein. Oh. Na gut, dann schaue ich mir mal das hier noch an. Das ist eine sehr gruselige Zeichnung. Gut. Was haben wir hier denn sonst noch? Keine Ahnung. Was ist das? Esel. Ah. Der Ständer hier unten. Kann ich den umwerfen? Nein. Kann ich das Gemälde umwerfen? Oder ziehen? Oder mitnehmen? Na? Faszinierend. Nee, mitnehmen wollte ich. Funktioniert auch nicht. Okay. Dann habe ich irgendwie keine Ahnung, was ich hier machen soll. Kann ich mit irgendwas hier drin reden? Ich weiß ja nicht. Ich habe da so ein bisschen... Das ist vielleicht ein bisschen absurd, aber es ist Ron Gilbert. Es könnte ja sein, dass man mit irgendwas sprechen muss. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Ein Pianohocker, ein Piano, eine Vase. Was ist denn mit der Vase? Eine sehr fragile Glasvase. Die könnte ich doch bestimmt runterwerfen. Oh, wie? Du kannst es nicht... Wie jetzt? Du sie mitnehmen vielleicht? Nein, lieber nicht. Das ist offensichtlich eine wertvolle Antiquität. Ja, genau deswegen sollst du sie ja mitnehmen. Na gut. Spielen wir was auf dem Klavier. Ich kann das nicht spielen. Na gut. Kannst du es mitnehmen? Nein. Sprechen tut es auch nicht. Gut. Kann man es vielleicht öffnen? Ja, so ein Piano kann man ja oftmals öffnen. Schade, das funktioniert auch nicht. Den Hocker irgendwie verschieben.
Keine Ahnung, was das soll. Oh, schaut mal hier, das habe ich ganz übersehen. Da ist ja Blut an den Wänden. Ja, schön, 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 schön. Victrola. Faszinierend. Und ein Kassettenrekorder. Okay, kann ich irgendwie benutzen. Es ist leider keine Aufnahme da drin. Schade. Und da ist auch kein Tape. Moment, aber hier haben wir doch eine alte Aufnahme. Ja, das funktioniert doch, oder? Faszinierend. Ja, ja. Use. Was? Nein! Die Victrola. Okay. Oh, das ist ja super. Okay, all ihr Schreiber, Musiker und Game-Spielentwickler. Ich bin Marketier und meine Firma wird alles veröffentlichen. Einfach alles. Meldet es einfach an die Adresse da unten, die unten angezeigt wird. Wir werden alles veröffentlichen. Und, aber vergesst nicht die Briefmarke. Ja klar, sonst muss halt der Empfänger das Porto zahlen. Ne? Das ist richtig. Schön, wie er seinen potenziellen zukünftigen Kunden traut. Ich finde das faszinierend. Gut, ich würde aber sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, die ja doch relativ auffällig aussieht, würden wir nächstes Mal erfahren, denn ich habe jetzt zwar leider noch nicht so viel geschafft, aber ja, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang. Ich möchte diesmal die Folge ein bisschen kürzer halten bei diesem Spiel, weil das ein bisschen weniger Aufwand für mich bedeutet. Ich habe sonst eh immer nur wenig Zeit, deswegen ist auch so lange nichts kam. Und dann beim nächsten Mal laufen wir durch diese Tür. Ich würde hier nur eben mal eine Runde speichern auf den Slot 1. Nennen wir es doch einfach 1. Und mal eben das Laden testen. Ja, das funktioniert. Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir einen Kommentar, was ihr von diesem Spiel haltet. Ob ihr es kennt, ob ihr es früher gespielt habt, wie es euch gefällt und ob ich die richtigen Charaktere gewählt habe vielleicht. Und ihr dürft natürlich auch gerne Edna oder Fred als Lieblingscharakter auswählen. Gut, jetzt ist aber Schluss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.